Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sellivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus jedem Flugzeug eine Adventure machen könnt. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Wir fangen doch jetzt ganz einfach mal mit dem Glitch an. Ihr braucht ein Flugzeug, welches ihr zu einer Adventure machen wollt. Ich werde das Ganze mit der Hydra machen. Ihr könnt auswählen, welches ihr wollt. Ihr braucht da noch eine Avenger und ihr braucht eine Kosatka. Und dann fangen wir mit dem Glitch an. Ihr geht her, geht auf Sonderfahrzeuge, Kosatka, Kosatka anfordern, dann ganz schnell Interaktionsmenü, Fahrzeuge und wählt jetzt euer Fahrzeug aus, also euer Flugfahrzeug. Ich mache es jetzt wie gesagt mit der Hydra. Und jetzt hoffe ich, dass die Hydra spawnt. Perfekt. Die Hydra, wo ist sie jetzt? Wo steht das gute Ding? Da steht das gute Ding. Hier. Euer Flugzeug muss auf jeden Fall vor der Kosatka spawnen. Wenn die Kosatka zuerst spawnt, dann ist es scheiße, dann habt ihr den Glitch nicht gepackt. Aber wenn das Flugzeug vor der Kosatka spawnt, alles easy. Und dann machen wir jetzt weiter, wenn ich bei meinem Flugzeug bin, deswegen cutte ich das Ganze hier jetzt. So, seid ihr dann bei eurem Flugzeug angekommen. Wie gesagt, ich mache das hier das Ganze mit der Hydra. Steigt ihr einfach nur in diesen ein. Ne, ihr könnt das Flugzeug nehmen, was ihr wollt. So, wir sitzen jetzt drin. Und wenn ihr drin sitzt, dann fordert ihr jetzt einfach nur eure Avenger an. Einfach nur die Avenger anfordern. Ob sie gemoddet ist oder nicht, das ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr besitzt eine Avenger. So, wenn dann bei euch das hier passiert, dass ihr teleportiert werdet, schaut mal oben links, halte Steuerkreuz rechts gedrückt, um den Frachtraum der Avenger zu betreten. Ne, wir sitzen in der Hydra, können aber jetzt den Frachtraum der Avenger betreten. Und das machen wir jetzt mal. Wir halten Steuerkreuz rechts gedrückt. So, und Papa, was passiert? Wir haben jetzt einen schwarzen Ladebildschirm. So, nach dem schwarzen Ladebildschirm seht ihr, ihr seid in eurer Avenger drin. Ich meine auch, ihr könnt den Autopilot anschalten. Nee, da müsst ihr zurück zum Cockpit. So. Ihr seid auf jeden Fall im Frachtraum. Jetzt könnt ihr hier auch die Kanone benutzen. Ne, das machen wir jetzt mal. Und wie ihr seht, seid ihr ja in eurem Flugzeug. Ist doch eine mega geile Sache, hä? Hat doch was. Ich finde den Glitch mega witzig, muss ich echt sagen. Ja, was passiert, wenn man jetzt wieder zurückgeht ins Cockpit? Das interessiert mich jetzt. Das würde mich jetzt echt interessieren, was passiert. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. So, wir machen es jetzt. Sonderfahrzeuge, Avenger, Zugang zum... Ah, wir müssen das manuell machen. Geht eigentlich übers Interaktionsmenü, stimmt. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Cockpit betreten. Jetzt bin ich gespannt. Und wir sind wieder hier. Kann man jetzt den Autopilot anschalten? Sonderfahrzeuge, Avenger. Nee, das geht leider nicht. Den könnt ihr nicht anschalten. Aber ihr könnt in den Frachtraum gehen. Und. Ne, also wirklich... eine mega, mega geile Sache. Hat auf jeden Fall was. Finde ich witzig. Und ich hoffe, euch
Gefällt das Video? Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann gerne Kanalmitglied werden. Das könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.